Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Vlog. Ich werde euch heute wieder ein bisschen mitnehmen durch den Alltag. Und zwar haben wir jetzt vor, heute noch baden zu gehen mit Sophia. Das erste Mal in ein Freibad. Das wird voll spannend sein. Nur irgendwo geschlossen in einer Therme, aber so nicht. Und ich habe jetzt schon einiges gemacht im Haushalt. Ich habe heute die eklige Waschmaschine, die Spülmaschine, habe ich jetzt komplett die ganzen Dichtungen hier habe ich komplett gereinigt mit Sacrotan, mit dem hier als Zwecksreiniger. Ich finde den super. Ich habe davor auch schon versucht, das mit Schwamm wegzubekommen, aber es ging nicht so gut. Und dann habe ich das Ganze mit dem Allzweckspray eingesprüht und eingewirkt. So 5 Minuten habe ich einwirken lassen und es ist mir alles. Dann habe ich so ein Zewa oder man kann auch Allzweckstuch nehmen, habe ich alles richtig gut rausbekommen. Da ist so viel ekliges Zeug rausgekommen, also wirklich eklig. Das habe ich gestern bei Punkt 12 gesehen, dass da ersten Bakterien in der Spülmaschine sind, wirklich in diesem Gummi vorne. Natürlich sollte man da, wo der Ablauf ist, auch reinigen, aber da reinige ich, also das habe ich schon gewusst, aber ich habe irgendwie an die Gummi gar nicht gedacht. Ja, und das war echt gut, dass ich das mal jetzt gereinigt habe. Dann habe ich noch Wäsche aufgehängt und schwarze Wäsche habe ich wieder alles eingeräumt in den Schrank und weiße aufgehängt. Jetzt bin ich mit Waschen fertig. Dann habe ich jetzt für Baden schon mal Tasche eingepackt. Ich habe so ein Strandmuschel habe ich mitgenommen. Die haben wir noch nie benutzt. Die werden wir jetzt heute mal wahrscheinlich dann ausprobieren. Dann habe ich für uns jetzt so eine Decke eingepackt zum Liegen und Handtücher. Dann werde ich mir noch Nägel machen. Ich habe so Set mit Nagellack und Nagelentferner. Ich muss das ein bisschen hier machen. Ich nehme das immer zum Baden mit. Hoffe, dieses Mal werde ich auch Zeit haben. Mein Mann kommt gleich von der Arbeit und dann gehen wir los, und wenn Sophia aufwacht natürlich. Und davor werden wir noch Mittag essen. Ich habe jetzt Fisch gemacht mit Nudeln und Salat dazu gemischt. Auf jeden Fall habe ich noch Handtuch, einen für uns zwei mitgenommen. Uns reicht einer für Sophia, einen Bikini. Zwei Stück habe ich mitgenommen, Roberts Badehose habe ich mitgenommen. Und so ein Kissen, falls jemand Schläfchen machen will. Zum Beispiel mein Mann. Geldbeutel habe ich mitgenommen. Dann nehme ich noch diese Ente mit, die mag Sophia voll. Schwimmflügel nehme ich noch mit und für Sophia werde ich noch Tasche einpacken, wenn sie dann wach wird, weil ich will sie jetzt nicht aufwecken. Dann nehme ich noch das Wasser mit und Musikbox. Sehr gerne Musik beim Baden und allgemein auch so zu Hause hören wir gerne Musik an, deswegen nehme ich das auch noch mit. Ich werde uns jetzt Essen reinmachen. So Leute, das Essen ist jetzt angerichtet. Salat, Nudeln und Lachs. Barbecue-Lachs, den mögen wir am liebsten. Der ist auch aus Frischtheke. Die Nudeln sind auch aus der Kühltheke. Die sind ganz gut. Vor allem Kochzeit ist nur 3 Minuten. Das ist echt zeitsparend und die schmecken wie selbstgemacht. Ich habe sogar einmal selbstgemachte Nudeln gemacht. Und habe verglichen, die sind wirklich nicht anders, die aus der Kühltheke. Deswegen kaufen wir jetzt frische und die schmecken wirklich super. Jetzt werde ich noch Gabel und Messer holen. Und dann können wir schon essen, wenn mein Mann gleich kommt. Der freut sich immer, wenn ich schon alles anrichte. Oh, dafür, da kommt er schon gleich. Höre ich gerade Auto kommen. Der mag das voll, wenn ich schon alles anrichte und dann können wir gleich essen. Wir werden wahrscheinlich auch jetzt draußen essen. Ja, der Schatten. Da kann man gut hier essen. So Leute, wir haben jetzt schon gegessen und wir haben jetzt gerade Post aufgemacht von Glückskind.dm und da ist was gekommen, die Karten sind da gekommen. Die Fotokarten, wo man so dazulegen kann zu einem Foto. Und da ist gerade so eine Karte dabei, die passt gerade richtig super dazu, weil wir ja nächste Woche abreisen werden.
Und da werden wir irgendwo mit diesem Foto ein Bild von Sophia machen. Sophia ist jetzt übrigens auch wach geworden. Gell, Schätzi? Die hat jetzt knallhart mal 2 Stunden am Stück geschlafen und ist super drauf. Jetzt werden wir unsere Tasche zu Ende packen und gehen dann baden. Und was ich auch noch Post bekommen habe, das ist so ein Kosmetikset und ich weiß nicht von wem und von wo und überhaupt. Da sind von Manhattan so Lidschatten drin, Nagellack, total schöne Farben. Alles neu, verpackt, es steht keine Adresse, Absenderadresse steht nicht drauf, nur meine Adresse und fertig. Also komisch, ganz komisch, ich habe nichts bestellt, es ist so ein Nagellack dabei, so ein Lippenstift, Rosé, das sind auch voll die Farben, die ich auch gerne mag, also so richtig schöne Farben. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Also so ein unheimlicher Post. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder... Ich weiß auch nicht. Vielleicht meldet sich da noch eine Rechnung an. So, wir werden jetzt Sophia wickeln und ihre Sachen einpacken. Ich habe ja nur für uns Tasche eingepackt. Sophia! So... Wieso? Ja, da, da. Ja, da. Oh, Mama muss hier zumachen. Ich habe jetzt vorher noch Sophia kurz gestillt. Wieder kein Brei. Da. Da. Komm, Mama, setz dich. Ich werde sie zwickeln hier. Nach links, nach rechts. Das ist ihr Lieblingsspielzeug beim Wickeln. Sie muss immer irgendwie beschäftigt werden, sonst mag sie gar nicht wickeln. Wir baden! Das erste Mal geht Sophia baden! Baden? Ja! So, Sophia ist jetzt gewickelt. Ich habe jetzt so gelbes Kleidchen angezogen und so ein Haarband, so ganz sommerlich und hier nur Pampers. Ja, weil im Auto wird es ja jetzt noch heißer sein, deswegen habe ich gedacht, nehme ein paar Windeln mit. Ich hoffe, das wird ihr noch passen. Wir haben noch vom Winter, wo wir Thermalbad immer gegangen sind, die Größe M ist das. Steht bis 13 Kilo, also sollte ja doch passen. Sie ist jetzt 10,5 Kilo. So, und hier nehmen wir mal 4 Stück. Und solche Schwimmflügel. Ich habe keine Ahnung, ob sie ihr passen. Haben wir noch nie. Steht von 0 bis 15 Kilo. Nehmen ihr noch Ersatzklamotten und normale Windeln mit. So ein Jumpsuit. Nehmen wir noch mit einem Flamingo drauf und Windeln. Ups, Sophia, Vorsicht. So, ihre Tasche ist jetzt gepackt. Nein, Schätzchen, das packen wir nicht aus. Die mag das total, an ihrem Schublade alles auszuräumen. Dann macht sie wieder zu und dann holt sie wieder nächste raus. Und so kann es ganze Zeit gehen. Gell? Dieses Mal hat Papa alles schön bei uns eingeräumt. Er sagt, Mama macht nicht so schön. Ja. Ja, weil ich habe irgendwo mal keine Geduld mehr. Und dann muss ich wieder schnell was machen. Dann werfe ich alles rein. Dann hat er gesehen einmal, wie das da drin aussieht. Hat er selber alles eingeräumt. Komm, Süße, nehmen wir die dreckige Windel mit. Kein Windeleimer, deswegen nehmen wir immer die Windeln mit. Ich trage die dann immer runter. Das ist übrigens auch gerade von ihr Lieblingsspielzeug. Eins von den Lieblingsspielzeugen. Sie blickt es schon voll, dass man die so verschieben kann. Und ja, spielt sie total gern mit dem. So, jetzt gehen wir aber, gell?
So Leute, wir fahren jetzt. Ich habe mich jetzt auch noch schnell umgezogen. Ich habe so ein Jumpsuit angezogen und so 4 Kleidchen, gell, von Oma. Oma hat ihr so ein Kleidchen geschenkt. Ja, Oma Atja. Oma Atja. Sag Atja. Atja. Wir sind jetzt angekommen. Robert holt noch jetzt Parkticket. Hier muss man überall Parkschein auslösen. Wir haben gerade noch Wasser geholt. Zurzeit mögen wir diesen Ensinger Sport Medium. Das ist so spritzig, das mögen wir voll im Sommer, so eher spritzig, im Winter still. Und für Sophia haben wir Babywasser Krumbacher Fein Perlend geholt. Die mag das total. Die mag am liebsten aus der Flasche trinken, aus der Glasflasche, wie ein Erwachsener. Voll viele Babys gehen gerade zum Baden. So, ich nehme die Strandmuschel. Und dann haben wir noch diesen Badering gefunden. So, wir laufen jetzt das erste Mal zum Freibad. Total aufregend. Papa Esel. Papa Esel. Wie immer. Gell? Und Sophia geht das erste Mal baden. Ich hoffe, das Wetter verschlechtert sich nicht. Es sind jetzt ein paar Wolken aufgekommen. Aber egal. Es ist trotzdem voll heiß. So Leute, wir sind jetzt... Sophia gefällt. Wir haben uns jetzt hier hingelegt unter einem Baum und haben jetzt die Muschel aufgemacht, die Strandmuschel. Das liegt jetzt alles hier drin. Sophia freut sich schon, ich werde sie jetzt noch einschmieren. Ja. So ist gut, oder? Ja. Komm, Schatzi. Dann wollte ich dich einschmieren, dann gehen wir schon baden. Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Feuchttücher. Shit. Oh. Ich habe meine Wickelflasche. Tschüss. Komm, Schatzi, Mama wird dich ganz gut einschmieren. Oh, so viel. Muss man doch, oder? Ja, schon richtig. Schon. Gleich geht's ins Wasser. Sophia ist jetzt fertig eingeschmiert. Ich habe sie jetzt komplett eingeschmiert, überall mit ganz fetter Schicht Sonnencreme, Babysonnencreme 50. Und ich werde jetzt mir mein Bikini anziehen. So, wir sind jetzt alle weiß gefärbt, Sophia und ich. Schneemann. Ich habe jetzt mein Bikini angezogen und habe mich auch eingecremt, weil ich kriege gleich Sonnenallergie, wenn ich mich nicht eincreme. Freibad ist total voll. Alle haben auf den Sommer gewartet. Don't talk anymore. My vision is through. We don't talk anymore. Open source.
Wir haben gerade gebadet mit Sophia. Ein bisschen geplanscht im Wasser und sie hat ein bisschen so mit den Füßen dort rumgespielt. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu kalt. Also in dem großen Becken, da ist schon relativ noch kaltes Wasser, denke ich, für Baby. Sie ist jetzt voll durstig und hungrig nach dem Baden. Will sie jetzt noch ein bisschen an die Brust. Und Robert ist jetzt ins tieferen Becken gegangen und ist gerade beim Baden. Ich gehe auch nachher. Jetzt kann man nicht mehr zu zweit gehen wie früher. So, und der Papa kommt jetzt vom Schwimmen. Ich habe jetzt Sophia nochmal eingeschmiert, weil ich habe voll Angst, dass sie Sonnenbrand kriegt. Wir haben zwar schon 4:30, aber ich glaube, die Sonne ist trotzdem noch stark, gell? Ich habe sogar Kissen noch mitgenommen. Und wie ist das Wasser? Voll gut. Mega, oder? Ich gehe auch nachher. Ich gehe noch Beeren waschen, weil ich habe noch Brombeeren da. Blaue Handtuch. Jetzt bist du wieder da, wo du warst. Und jetzt sollen wir zweites Mal versuchen zu baden. Hallo, Maus. Leute, wir sind jetzt vom Baden zurück. Es war gerade noch ein bisschen stressig. Wir waren danach gleich nach dem Baden noch und haben noch was eingekauft, weil morgen ist ja Feiertag und wir haben noch ein bisschen Früchte geholt und jetzt für jetzt Fleisch. Ich habe gerade noch Fleisch gemacht. Wir haben so Straußfleisch geholt. Das war schon mariniert. Probieren wir mal zum ersten Mal jetzt. Und dazu habe ich noch Pilzrahmsoße gemacht. Und Süßkartoffel. Ich habe die nicht geschält, weil gekocht geht es viel leichter ab, die Schale, und die hat in Vitaminen gekocht. Schmeckt. Und ist total gesund so. Und deswegen werden wir jetzt noch schnell. Super lecker! Werden wir jetzt noch schnell essen. Sophia hat gerade ein bisschen gegessen, aber nur ein bisschen wie immer. Und sie kommt bestimmt gleich wieder in die Push, deswegen muss ich jetzt mal mich tanken erstmal. Ich muss erstmal mampfen. Ja, genau, so tun wir die jetzt wegschälen, die geht Schale. Ganz easy. So Leute, bei uns ist jetzt richtig Unwetter. Ups. Wir müssen jetzt Wäsche reinbringen. Weil sonst ist morgen wieder alles nass. Der ist richtig krass. Es blitzt und unser Fernseher zeigt nichts mehr. Boah, wie krass. Ja, brutal, guck mal. Schatz, du musst irgendwo die Tür zumachen. Guckt euch das bitte mal an, was da abgeht. Es blitzt nonstop die ganze Zeit. So Leute, wir haben jetzt schon 9:30. Ich werde jetzt Sophia Bett fertig machen, werde ihr neuen Body anziehen und sie noch mal ein bisschen abwischen. Ein bisschen fresh machen zu Nacht. Und Gewitter ist bei uns jetzt übrigens schon vorbei. Ich bin voll beruhigt und glücklich. Kannst eigentlich deine Wäsche wieder rausbringen, gell? Robert hat sich jetzt noch zweite Portion geholt, weil es so lecker ist. Es ging jetzt so richtig schnell. Ja, oh Gott, sehe ich fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben und mich abonnieren. Ich würde mich zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.